So, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Rush Royale. Ja, das Video kommt tatsächlich theoretisch einen Tag zu spät. Montag habe ich es nicht ganz geschafft. Manchmal ist es ein bisschen kompliziert. Gerade montags, da kann ich das Video natürlich erst 2 Uhr nachts frühestens aufnehmen oder 1 Uhr nachts. Und ja, wenn man dann Montag früh noch nicht so gut aus dem Bett kommt vom Wochenende, dann wird es manchmal knapp. Naja, Aufnahmezeitpunkt ist jetzt Montagabend, 23:09 Uhr, frisch aus der Dusche. Haare sind noch ein bisschen nass. Ja, wir haben ein bisschen was zu gucken. Neue Woche ist am Start. Davor gehen wir natürlich wie immer zu den Supportern des Tages. Da fangen wir an mit nochmal StuKex, der Bengbart, Sunny, schönen Wochenstart, den wünsche ich euch allen auch. SK Radke, mal schauen, was die Todesfee auf 13 bringt. Okay, sag mal gerne Bescheid. Der Verpeiler, könntest du bitte bei den Verantwortlichen das Thema melden, ansprechen, falls du mehr Infos brauchst. Frag im Clan, danke, weitermachen. Ist eine gute Idee, habe ich gerade eben tatsächlich schon durchgelesen und mir überlegt, das werden wir machen. Jetzt spricht der Ansprechpartner, der schläft schon, genau wie Fred, der liegt hier auf dem Boden. Weil ich gleich noch bei Jenny einen Friseurtermin gebucht habe, steht der Stuhl schon im Flur. Ja, werde ich auf jeden Fall machen. Der DN Matt Hater ist am Start. Ghost Spartan, hier bitte kreative Nachricht einfügen. Der Verpeiler, gerade zufällige Wiedergabe bei deinem Kanal, weil ich schon alle Videos kenne. Und zack, Supporter des Tages heute wie damals. Kuss auf dich oder kleiner als drei auf dich. Herz, vielen lieben Dank, mein Lieber. Mr. Katsu, die Zahnfee ist am Start. Master Klinke zweimal. Catcher Fate, Raptor ist zweimal am Start. Olmos, Hero Tavern Pass auch mal geholt. Sehr gut. Schotzi, Motzi, na du alter Sack. Ich grüße dich. Du noch älterer Sack, hoffe ich zumindest. Shiny ist am Start. Butcher zweimal. La Abigail, Allen, Lord Tasty, DN Lord Tasty natürlich. Was muss, das muss. Andy Poor, moin Chef, mach weiter so. Vielen lieben Dank. Nochmal der Andy Poor auf ein zweites. Der Shiny, der Schaffler Kristallangebot ist da. P-Free. Loxol, schau deine Videos jeden Tag auf der Arbeit weiter so. Vielen lieben Dank, Kuss, Kuss, Kuss. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Der P-Free, Anonymous, dreimal der Dönitz. Kuss geht raus an dich auch, mein Lieber. Siebelchen, muss schon wieder. Manu, Junge. Nee, genau. Das hatte ich gerade eben geübt, gerade eben fehlerfrei. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Junge, Jolinde, Jodler, Jungen. Jodin, Jaulende, Jodeljauxer. Jaulende, Jodeljauxer. Bitte jetzt klatschen hier einfügen, lieber Cutter. Ach so, wir haben keinen. Schade. Kemo 35, wünsche dir einen schönen Tag. Ich dir auch, Abend, dir auch. Und dann noch der DN Saubär vor einer Stunde. Kuss, Kuss, Kuss an jeden einzelnen von euch. Ja, so, dann kommen wir jetzt erstmal zum Ingame-Geschehen. Wir haben hier heute schon mal ein paar Quests erledigt. Die sind natürlich noch weiter am Laufen. Übrigens, der offizielle Geburtstag ist, glaube ich, übermorgen am Donnerstag. Mal gucken, ob wir da vielleicht nochmal irgendwas bekommen. Vielleicht irgendwie, ja, nochmal 500 Kristalle oder so. Die würde ich nehmen. Ansonsten sind hier noch ein paar Quests übrig. Koop, hier auch nochmal. Koop, das kriegen wir hin. Das Geschenk des Tages haben wir abgeholt. Und das läuft doch ganz gut. Dann hat natürlich der Spiegelkampf angefangen. Zeus-Fragmente wieder zu holen oder ein Tesla. Wer da noch rein muss oder will, gerne rein. PvP habe ich heute mal zwei Games gespielt, zwei gewonnen mit diesem gemeinen Deck hier, was man eigentlich nicht spielen darf. Das ist so wie der Name, den man nicht erwähnen darf. Wir haben Trixie und Jay im Shop. Wer da vielleicht noch fürs nächste, ja, Event mit dem Hunter gewappnet sein muss und kurz vor 10 ist, der kann da vielleicht reingehen. Ansonsten auch noch die gute Trixie am Start. Die ist sogar fast auf Stufe 20 bei mir, glaube ich. Ja, die Katze räumt hier mein Spieleregal um. Naja, auf 18 immerhin. Und dann haben wir natürlich eine neue Fraktion der Woche. Das ist der magische Rat. Wenn du Einheit in dieser Fraktion fusionierst, erhältst du basierend auf dem Fusionsrang 50 Mana. Ja, Demon Hunter Deck wahrscheinlich, ne? Wenn man da fusioniert man ja doch öfter mal in so ein Schwert zusammen oder eine Hexe oder ein Demon Hunter. Also, das sehe ich da ganz weit oben die Woche. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch da aussieht. Und Herausforderung der 7 ist gestartet. Da hatte ich vorhin ein Game gegen Ur. Easy besiegt natürlich. Oh, der Gegner hat hier schon 5 Siege. Den werden wir wahrscheinlich nicht mehr einholen. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir rein in den Spielkampf nochmal zusammen. Vorhin habe ich ganz, ganz bitterlich verloren, ganz knapp. Nebenbei rufe ich mal hier meine YouTube-Studios auf. Ist ja gerade die Zeit von Twitch Recap und so weiter. Schreibt es gerne in die Kommentare oder auch im Discord, welche Streamer ihr dieses Jahr am meisten geschaut habt. Bei Twitch werde ich es wahrscheinlich eher nicht sein, weil ich, ja, aus Zeitgründen, wir sind zweimal umgezogen, wir haben geheiratet. Geburtstage gehabt. War auch ziemlich viel krank dieses Jahr. Werde ich bei Twitch wahrscheinlich nicht so weit oben vertreten sein, aber auf YouTube, da lief es ganz gut, würde ich fast mal sagen. Wir können gerade mal gucken.
in den Analytics nebenbei. Inhalte. Wo finden wir das? Gute Frage. Top-Videos. Top-Videos brauchen wir nicht. Hier haben wir es. Videos. Zack. Da bin ich euch sehr dankbar auf jeden Fall. Auch für euren Support über den Creator-Code natürlich. Aber in YouTube haben wir auch ganz gut was gerissen dieses Jahr. Ich glaube, wir haben uns fast von den Abos her verdoppelt, könnte man fast sagen. Wir können mal reinschauen. 2023 haben wir einfach mal 1308 Abos gemacht bisher. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Da danke ich euch auf jeden Fall sehr, sehr doll. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr da vielleicht nochmal neue Ziele angehen können. Das wäre cool. Vielleicht, ja, bei 5000 ist ziemlich hochgegriffen, aber vielleicht schaffen wir die 5000. Wir haben jetzt 3100 knapp. Das wäre so, ja, ein Riesenziel, was wir uns fürs nächste Jahr vornehmen könnten. Videos haben wir sehr, sehr viele produziert dieses Jahr. Wie gesagt, trotz all der Zeit, wo ich, ja, naja, inaktiv kann man es nicht nennen, verhindert war, mehr oder weniger krank oder halt durch Umzug. Das sollte ja nächstes Jahr hoffentlich nicht so oft der Fall sein. Wir haben jedenfalls nicht mehr vor, nochmal umzuziehen. Wir sind hier eigentlich ganz glücklich tatsächlich. Und ja, dementsprechend gehen wir das auf jeden Fall an. So, ich gucke gerade mal, ob wir die Anzahl jetzt finden. In der YouTube-App habe ich es natürlich gehabt, gerade eben. Let's go. So, Tribunal kommt, das ist doof. Aber okay. Wir haben ihn wegbekommen. Wir haben hier ein Hau drauf Deck mit einer Hexe. Das ist eine Verstärkerhexe, ja, ne? Geschenk des Rahmens. Natürlich. So soll das sein. Ja, komm, hier können wir auch einfach mal hier alles reinkopieren. Bringt ja nichts, ne? Müssen ja hier irgendwie mal vorankommen. Oh, okay, nehmen wir. Hier in der Mitte, das ist mir ein bisschen zu niedrig da tatsächlich. Ich sehe nichts, die Katze ist davor. Das war jetzt ein Blindmerch. Grüß dich. Grüß dich, Yoshi. Ja, na klar, Katze. Gönn dir ruhig, mein Süßer. Ja, und hier haben wir es dann auch endlich gefunden. Wir haben dieses Jahr 266 Videos veröffentlicht. Das heißt, das hier ist das 267. YouTube-Video für dieses Jahr. Und mit all den Punkten, die ich da gerade erwähnt habe, das kann sich schon sehen lassen, würde ich sagen. Kuss auch an jeden Einzelnen, der da reingeschaut hat. Die letzten November lief ja nicht ganz so gut. Da waren wir 2,5 Wochen, glaube ich, krank. Da lief es nicht ganz so gut. Da könnt ihr jetzt nochmal ordentlich reinpushen, indem ihr einfach nochmal ein bisschen Werbung macht. In euren Clans, German Fun zum Beispiel, die machen da immer ordentlich Werbung auch auf ihren Clan-Channels, das weiß ich. Also da sind immer sehr viele mit am Start. Kuss auch an der Stelle raus. Oder an die Nachteulen-Clans natürlich. Vorneweg. An alle Leute im Discord. Kuss, Kuss, Kuss für euren Support. Giveaway werde ich dann auch heute Abend noch auflösen. Das kommt ja meistens mitten in der Nacht. Die Leute kennen ja sicherlich den Channel, der dafür vorgesehen ist. Da wird es heute auch wieder gepostet. Das neue Giveaway ist natürlich ganz normal gestartet. So. Ja, mit der Hexe in der Mitte bin ich eigentlich nicht ganz so zufrieden. Aber mal gucken. Es läuft ein bisschen besser, zumindest wie beim Gegner. Bei denen sieht es ja ganz katastrophal aus. So, die können wir merchen. Jetzt müssen wir halt immer hier an den Rand so merchen, damit wir hier die Kleeblätter kriegen. Das sieht ganz gut aus. Zack. Sehr schön. Ansonsten natürlich warten aufs neue Update. Ich weiß leider auch noch nicht genau, wann es rauskommen wird. Sobald wir das sagen dürfen und sobald ich es weiß, sage ich es euch natürlich auch. Zum Beispiel im Rush Royale News Channel im Discord. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da gab es ja heute auch noch mal ein bisschen News, die wir jetzt eigentlich schon kannten. Oder zumindest die Leute, die fleißig meine Videos geguckt haben. Mit den Battle Pass Änderungen unter anderem wurde da gepostet heute, glaube ich. Nochmal parallel. Let's go. Rush Royale News. Ja, freischaltbare Einheiten umverteilt, genau. Das hatten wir ja schon im Early-Video sozusagen mehr oder weniger besprochen, Yoshi. Ich muss mal kurz sehen, wo der Beschwörer ist. Danke dir.
Zack. Zack, zack, zack. Ja. Oh, er hat ihn auch ganz knapp noch besiegt. Das ist aber gut hier für uns übrigens gerade. Merci. Merci beaucoup. Zack, noch ein Vierer. Er hat halt auch keine Hexe am Start, ne? Wir haben ja noch ein bisschen den Hexenboost. Dafür hat er natürlich viel, viel mehr Klee. Auf den einen zumindest. Aber am Ende... ja. Sieht es ganz gut für uns aus, tatsächlich. Hier können wir noch ein bisschen erhöhen. Gibt es noch ein bisschen mehr Schaden. Zack. Hier auch nochmal. Oh, komm, irgendwas Vierermäßiges, was wir hier reinmergen können. Jawohl. Ist natürlich ein Fünfer, den werden wir jetzt nicht mehr wegkriegen. Aber ein Fünfer macht natürlich auch nochmal... gut Damage. Der Bändiger wird jetzt vielleicht noch nicht so der Endgegner sein. Aber warum nicht? So, zack. Komm. Ja, jetzt wird es langsam schwierig, aber wir stehen deutlich besser als der Gegner. Gut, der hat einen 13er Elementarist. Dafür mit Heroic Item drin. Das haben wir tatsächlich, glaube ich, auch. Leider, muss man sagen. Und er hat auf jeden Fall aufgegeben, kriegt da trotzdem noch das gute Spiel hinterher geschrieben. Und ja, damit starten wir hier, sag ich mal, ganz entspannt rein hier. Bisschen verspätet, er kriegt den sogar noch down, ich fasse es nicht, oder? Nee, der läuft rein. Easy. Bam, auf da. Das sollte jetzt ganz entspannt durchlaufen für uns. Damit sind wir erstmal ganz entspannt hier durch. Wie gesagt, vielen lieben Dank für euren Support dieses komplette Jahr über. Da haben wir auf YouTube wirklich gut was gerissen mit eurer Hilfe natürlich und natürlich auch euren Support über den Creator Code, der auch in schwierigen Zeiten dann doch mal ein bisschen auch, ja, supportet hat tatsächlich. Die Ingame-Ausgaben komplett, sag ich mal, deckelt mehr oder weniger im Moment. Ist ja auch ein bisschen schwierig bei uns gerade, wer da... bisschen Bescheid weiß, der weiß ja, dass Jenny schon jetzt 6 Monate fast in Kurzarbeit ist. Naja, bei mir wäre Kurzarbeit mal ganz cool, könnten wir mehr Streamen und YouTube-Videos machen. Aber lieber nicht. Wir gehen natürlich durchgehend arbeiten, zusätzlich noch. Und nächstes Jahr versuchen wir mal vielleicht, was nehmen wir uns als Ziel nächstes Jahr? Knacken wir die 300 Videos? Ich glaube, im Jahr davor waren es 240. Jetzt werden wir so bei 280 irgendwie am Ende rauskommen. Und nächstes Jahr dann vielleicht so die 300 mal knacken. Das wäre doch was. Das könnte man sich so als Ziel vornehmen. Schreibt es mir aber mal gerne in die Kommentare. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr lieber guckt. Twitch-Streams oder YouTube-Videos. Und dann gucken wir mal, was so geht. So, jetzt haben wir hier noch eine schöne Legendary am Ende. Let's go. Schreddermeister. Ja, ist in Ordnung. Den kann ich eigentlich mit gutem Gewissen erstmal umwandeln. Wie sieht es hier aus? 50. Was haben wir? 21. Also nächste Taverne eventuell. Hier geht auch nur noch 3 Tage, ne? Wir müssen jetzt hier enorm reincachen nochmal. Ich wüsste gar nicht so genau was. Ah, damit wir den ja auch noch mitnehmen. Wäre eigentlich wichtig. Naja, überlege ich mir mal. Vielleicht kann man hier mal noch ein bisschen reinpushen. Die Kisten hier zum Beispiel, die sind immer ganz gut eigentlich. Das wären schon mal 9000 Punkte. Wo sind wir denn in der hellen Taverne? Boah, da wären wir gerade mal bei 40. Da hätten wir zumindest mal die Rakete safe. Naja, mal schauen. Ich überlege es mir. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer für euren Support. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart. Morgen 18 Uhr auch wieder Video. Montag, wie gesagt, war ein bisschen kompliziert die Woche. Aber da ziehen wir doch jetzt weiterhin durch. Dann bleibt gesund. Rutscht nicht aus so wie ich. Ne? Mein Knie ist jetzt nach 1,5 Wochen endlich mal so halbwegs verheilt. Tut nichts mehr weh. Und nur noch ein kleiner blauer Fleck ist übrig geblieben. Deswegen passt auf, wo er hinläuft. Aber gut, Eis gibt es ja gerade nicht mehr. Zumindest in Berlin-Brandenburg nicht. Dann bis morgen. Bleibt gesund. Haut rein und ciao, ciao.